Okay, warte, warte, warte. Aber Bäume können wir ja mal gucken, ob wir die kaputt machen können. Boah, ja, kann man. Geil. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory mit Mods. Und meine lieben Freunde, wir haben heute einen besonderen Gast hier am Start. Und zwar den lieben Jace von Coffee Stain. Hallo Jace. Hallo. Jace, du hast Neuigkeiten, habe ich gehört. Du hast Neuigkeiten und wolltest meinen Zuschauern erklären, wann Satisfactory aus der Early Access rauskommt. Ja, das kommt morgen aus der Early Access raus. Stellt euch das mal vor. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Ist das wirklich so? Ja, wenn ich es dir doch sage. Habt ihr das gehört, meine lieben Freunde? Weltexklusiv an dieser Stelle hat Jace gesagt. Nein, das ist natürlich nur Quatsch. Aber, ich muss sagen, ich finde das sehr schön, dass man jetzt Jace in Satisfactory bauen kann. Wie habe ich das gemacht? Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe den More Milestones Mod am Start, den wir uns beim letzten Mal schon so ein bisschen angeguckt haben. Der so ein paar, ja, so Belohnungs-Items ins Spiel reinbringt. Manche davon weniger sinnvoll, andere super sinnvoll, zum Beispiel Jace. Also wenn jetzt zum Beispiel wieder eine neue Verzögerung kommt beim nächsten großen Patch, ja, wenn jetzt zum Beispiel der nächste große Satisfactory-Patch sich wieder um ein halbes Jahr verzögert, dann könnt ihr hier mit der More Milestones Mod dieses Jace-Bild freischalten und könnt dann, ihr könnt dann den Kuchen nehmen und ihm ins Gesicht werfen oder ihr könnt einfach mal hier so, ja, könnt euch ein bisschen abreagieren, ist vielleicht gar nicht so schlecht, kann man mal machen. Genau, wir haben jetzt hier gleich mal noch die nächste Stufe von dieser Mod am Start. Es dauert halt ein bisschen, bis wir diese Spezialteile für den Weltraumlift haben. Deswegen habe ich das jetzt mal offscreen durchlaufen lassen, damit wir hier direkt am Anfang das wunderschöne Knöpfchen drücken können. Rechts oben in der Ecke ist übrigens immer die komplette Playlist verlinkt, falls ihr euch das, was wir vorher freigeschaltet haben, auch nochmal angucken wollt. So, jetzt haben wir ein weiteres Bild, ja, und zwar Snut. Snut gibt's auch. Und genau, es gibt jetzt weitere Varianten von der Story. Da gibt es nämlich auch eine Story in der Mod. Je mehr man freischaltet, desto weiter kommt man dieser Story. Das sind diese blauen Festplatten hier, die man hier bauen kann. Die haben wir uns schon beim letzten Mal angeguckt. Hier schau. Oh Gott, viel zu viel Text. Gottes Willen. Ich würde sagen, ich scroll das hier mal so ein bisschen durch, weil das alles vorzulesen, da ist ja die Folge vorbei. Ja, also das könnt ihr euch ja selber durchlesen. Ich muss ja auch irgendwas drin lassen, was quasi dann, was ihr euch quasi selber anschauen könnt noch. Ich scroll das mal durch. Wer sich das durchlesen will, kann sich das durchlesen. Ansonsten, wenn ihr die Story erleben wollt, könnt ihr ja euch die Mod installieren einfach und diese Festplatten bauen. Ist ja eigentlich keine schlechte Idee. So, was haben wir denn jetzt noch bekommen eigentlich? Es gibt ja die Sachen, dann gibt es noch Campfire. Moment mal, da braucht man, was braucht man denn da? Was ist denn das hier? Ein Leiter. Ach, da braucht man ein Feuerzeug quasi. Und Holz. Und was ist das? Cutting Edge Assembler. Crafts two parts into another part. Can be automated by feeding parts into it with a conveyor belt. Okay. Okay. Die haben einfach denselben Text genommen wie vom Assembler. Cutting Edge Assembler. Was ist denn Cutting Edge? Da braucht man ja Gras. Und Holz auch. What the hell? Okay, müssen wir mal gleich Gras und Holz uns besorgen. Muss ich mal Kettensäge rausholen. Ich mache schon mal den nächsten Meilenstein. Müssen wir das mal gucken. Warte mal. Wir waren jetzt bei 3, ne? Und 3 haben wir jetzt durch. Jetzt müsste es. Ja, jetzt geht's bei 4 weiter. The Martian. Was? Der Marsianer? Emissive Pipeline Yellow. Eine leuchtende Pipeline, okay. Ist das alles, was es da gibt? Und ein Fixit, dieses Symbol. Jetzt kann man sich dann als Schild irgendwo hinmachen. Da brauchen wir ja Bären. Warte mal, gibt es noch ein anderes? Nee. Wir müssen. Aha! Ich habe hier übrigens noch mal eine andere Mod installiert. Die könnte vielleicht dem einen oder anderen auch gefallen. Das können wir gleich mal direkt freischalten, eigentlich. Wie ich finde. Da braucht man nur schwere Rahmen, Motoren, Treibstoff und Nobelisten. Einen Raketenwerfer, meine lieben Freunde. Hey, Moment mal, mir fällt gerade auf, man kann den Raketenwerfer perfekt kombinieren mit dem Bild von Jace. Oder Snut. Tja, meine lieben Freunde, das ist halt geil, dass Mods halt so flexibel miteinander kombinierbar sind, oder? Das muss man einfach wirklich mal sagen. Nur Vorteile hat man da als Spieler, nur Vorteile.
Es ist unglaublich. Gib mir das mal. Holen wir uns doch erstmal ein bisschen Treibstoff ab. Genau, ich möchte heute auch natürlich nicht nur Blödsinn machen hier mit dieser Mod, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Mod verführt sehr stark zum Blödsinn machen, wenn ich das mal sagen darf. Ich möchte natürlich heute auch nochmal ein bisschen im Straßenbau mich versuchen, denn ich habe irgendwie Bock drauf, ein bisschen mehr mit diesen Straßen noch zu machen, die es gibt. Diese X3 Roads und natürlich auch die X3 Science. Die will ich euch auch gerne nochmal ein bisschen näher bringen. Gerade die Science sind eine ziemlich geile Sache. So, das läuft ja noch der Counter. Dann hole ich noch die Nobelisten jetzt. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur freischalten hier. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur Schreif halten. In letzter Zeit bist du sehr aktiv geworden in Satisfactory. Eigentlich, ja, naja, sehr aktiv würde ich es jetzt nicht nennen. Ich habe halt wieder angefangen jetzt und mache halt solche Sachen wie jetzt hier, damit ich wieder ein bisschen reinkomme in die ganze Sache. Wo hatten wir denn den Nobelisten nochmal? Ah ja, hier hinten irgendwo. Ne, hier, warte mal, hier war das, oder? War hier nicht der Sprengstoff? Ja. Wunderbar. Kann ich gleich mal ein bisschen mehr mitnehmen. Sprengstoff, habe ich gehört, ist nützlich. Und da ist gleich die Zeit abgelaufen. Ich hoffe ja, dass das die Beschilderungen ins Hauptgame kommen, damit man Container benennen kann. Ansonsten rundefrei für alles, nichts oder aller... Was? Satisfactory? Okay. Ja, Beschilderungen, offizielle, wäre natürlich auch mal eine geile Sache, definitiv. Also nicht nur so eine Quatschschilder, sondern auch Schilder, die man halt sinnvoll benutzen kann, wie diese X3 Science. Hier gibt es auch so einen Forester. Da frage ich mich auch, was der eigentlich genau macht. Ja, da kann man irgendwie Bäume pflanzen da drin. Müssen wir auch mal aufbauen. Der ist aber riesig irgendwie. Der ist gigantisch. Keine Ahnung, vielleicht ist das so eine Art... Ja, es ist wirklich so eine Baumplantage irgendwie. Ganz komisch. Es ist auch in dieser 100 Milestones Mod drin. So, jetzt kann ich hier Sachen reinstopfen. Das machen wir doch gleich mal. Ah, Motoren fehlen noch. Und die Nobeliske. Und dann nochmal Motoren holen. Brauchen wir ja sowieso. Sprengstoff freut die Mutter Natur, ja. Die macht da richtige Freudensprünge. Die explodiert vor Freude. Yay, ich hab den Raketenwerfer. So, ich muss ja wahrscheinlich dann hier am... Mal erstmal den nächsten Meilenstein hier von der Milestone-Mod. Warte. Ja. Können wir gleich mal die Platten... Ah, geht ja nicht, genau. Muss ich erstmal wieder warten jetzt. Beeren, Pilze und Nüsse müssten wir eigentlich noch haben. So, guck mal, wo ist denn der Maschinenwerfer, genau. Der Raketenwerfer, wo ist denn der jetzt? Müsste doch eigentlich hier drin sein. Genau, hier, guck mal, hier ist schon mal die Rocket. Und da ist der Launcher. Wir brauchen die Zünddinger da. 5 davon. Dann mache ich mal 5, genau. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Hier. Nobelist Detonator. Ah, Kabels brauchen wir. Und die Dinger hier. Diese komischen, was waren das hier? Diese Sensoren. Diese Handscanner. Wo sind die denn? Find sie gerade nicht. Mann! Hä? Objektscanner. War doch der Objektscanner, oder? Ah, okay, da brauchen wir Beacons. Machen wir gleich mal alles hier, was an Beacons geht. Und dann gleich mal ein paar Objektscanner. Die stacken nicht, wa? Ich glaube, ja, die stacken wieder nicht. Okay, dann brauchen wir noch auf jeden Fall mehr Beacons noch. Also ich brauche mehr Draht und mehr Kabel auf jeden Fall. Genau, mehr Draht, mehr Kabel. Brauchen wir alles. Ich will den Raketenwerfer bauen. Ich will den mal ausprobieren. Einfach mal, weil ich es kann. Ein Raketenwerfer ist auch mal was Neues in einem gechillten Spiel. Ja. Ne? Ich meine, kann man mal machen. So, jetzt will ich mal gucken hier. Draht und Kabel. Da müssen wir mal hier rüber. Da habe ich ja immer noch keine Container dafür. Das ist ja. Das sind ja die Sachen, die ich am häufigsten brauche, die ich nicht in einem Container habe. Die ich nicht einlagere. In Massen. Aber hier haben wir schon mal den George, den heißen. Ich nehme mal gleich ein bisschen mehr raus. Und dann brauchen wir nochmal Kabel. Nehme ich auch nochmal ein paar raus. Hier so, bam. Schön viele Kabel holen. Da brauchen wir jetzt ganz viele.
Ja, wer hat auch behauptet, dass es einfach ist, einen Raketenwerfer zu craften, ne? Aber wobei ich sagen muss, mal abgesehen von dieser Verschachtelung mit den Signalisatoren und den Scannern und den Nobelistenzündern, ist es noch recht entspannt, das Rezept für einen Raketenwerfer, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss da irgendwie krassere Sachen machen. So, machen wir erstmal wieder die Beacons. Naja, ich sehe schon, da fehlen wieder Platten jetzt, egal. Die Objektscanner sind jetzt erstmal wichtig. Schrauben brauchen wir auch wieder. Schrauben haben wir genug. Den Raketenwerfer gibt es schon länger als Einzelmod. Ich weiß, aber natürlich gibt es so viele Mods da draußen, dass ich natürlich nicht alle immer gleichzeitig angucken bzw. ausprobieren kann. Ne? Ich muss halt immer ein bisschen schauen. Und bisher bin ich einfach nur noch nicht dazu gekommen, mir den Raketenwerfer anzugucken. Ne? Heißt ja nicht, dass es für mich dann nicht neu ist. Für mich ist es dann neu, für euch vielleicht nicht, wenn ihr das schon kennt und selber benutzt. Aber ich freue mich immer, wenn ich auch mal mir was angucken kann, was ich selber noch nicht kenne, nicht wahr? Und wie gesagt, man kann ihn immer sehr gut kombinieren. Oder man kann generell die Mods sehr gut kombinieren mit anderen Mods. Und damit dann Spaß haben. Ist ja auch mal was Feines. Es muss ja nicht immer alles nagelneu sein, nicht wahr? So. Dann nehmen wir uns hier mal die Platten raus. Also alles, was ich hier vorstelle, kann auch durchaus mal ein bisschen älter sein. Heißt ja aber nicht, dass es nicht vorstellungswürdig ist, weil vielleicht kennt ja auch der ein oder andere den Raketenwerfer noch nicht. Kann ja sein, nicht wahr, wenn ihr das hier guckt. Ich kenne ja auch nicht alles, ja. Und wenn ihr hier zuschaut, heißt das ja nicht, dass ihr alles kennt. Wer alles kennt, ist auf jeden Fall ein ganz krasser, aber der macht wahrscheinlich auch den ganzen Tag nichts anderes, als Satis zu spielen. Kann man auch machen, ja. Jeder wie er es mag. Aber so ist das. Genau, jetzt hole ich mir mal Kabel. Kabel, Kabel. So. Kabel. Ach, ist schon wieder voll, wa? Scheiße. Ich mache das hier mal weg. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr, hoffe ich. So, in 12 Sekunden kann ich dann auch wieder den neuen Meilenstein reinstopfen da. Da kommt da auch schon der Flieger. Aktivieren wir das gleich. Ah, ist schon. Dann kann ich zumindest schon mal die Platten loswerden. Und dann gehen wir mal hier rüber und schauen mal. Was? Nein, da brauche ich ja die Platten dafür. Scheiße. Ah, nein. Okay, warte. Dann machen wir erstmal das hier. Stopfen wir erstmal hier die. Ich habe ja gar keine Nüsse mehr. Oh Mann. Das ist jetzt hier der Moment der Erkenntnis. Spielbär hat keine Nüsse mehr. Ja. Habe ich nicht hier noch Nüsse drin irgendwo? Nee. Scheiße, muss ich ja auch sammeln. Ah! Ich habe keine Nüsse mehr. Vielleicht sollte ich mal speichern zwischendurch. Vielleicht auch mal keine schlechte Idee. Wegen bei Mods jetzt in letzter Zeit so ein bisschen Absturzgefahr im Spiel. Definitiv. Muss man ein bisschen auf dem Zettel behalten. Deswegen, wenn wir jetzt hier Sachen freischalten und Dinge sammeln, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, immer mal zwischendurch einen Save zu setzen. Auch wenn es natürlich bei mir alle 25 Minuten einen Autosave setzt. Aber ich mache es dann lieber doch nochmal extra. So, ich lösche jetzt mal hier den Zement. Den scheinen wir ja gerade nicht wirklich zu brauchen. Oder das hier auch nicht. Dann nehmen wir lieber hier noch ein paar Platten raus. Und da kommt, ja, da kommt gleich der Autosave hinterher. Sehr gut. Dann laufe ich mal hier rüber. Genau, da ist der Autosave. Alles gut. Wunderbar. Gibt es die nicht im Farming-Mod? Wen? Wen gibt es in der Farming-Mod? Verstehe die Frage nicht. Auf Bezug auf was? Wir müssen eh sammeln. Wenn wir jetzt erst in der Farming-Mod anpflanzen, dauert das ewig. So. Das kommt jetzt erstmal hier rein. Genau. Und dann haben wir hier jetzt den Rest für den. Für das Raketenwerferprojekt. Genau. Erstmal den Beacon. Die stacken ja. Da können wir ruhig ein paar machen jetzt. So, 5 Objektscanner. Das ist doch gut. Hauen wir die mal raus.
Und dann mache ich noch Zünder. Das Blöde ist, die stacken halt alle nicht. Ich lösche mal hier das Gras noch raus. Blöde ist, der Kram stackt halt nicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Das kann man halt leider nicht so wirklich gut, ja. Kann man halt leider nicht so wirklich gut effektiv hier machen. Ich nehme mal das Gummi noch raus und dann verarbeiten wir das Ding mal. So, wie viel haben wir jetzt? 3 Zünder haben wir jetzt. Wir brauchen 5 Zünder für den Raketenwerfer. Genau, da müssen wir mal ein bisschen dengeln. Gleich nochmal einen Objektscanner raushauen. Also brauchen wir 10 Objektscanner quasi. Mann, 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 ey, man braucht da ganz schön viel. Doch, hey, wir haben jetzt alle. Wir haben jetzt alle, wir haben jetzt alle. Jetzt kann ich den Raketenwerfer erstmal machen. Da haben wir jetzt ja alle drauf gewartet. Das machen wir jetzt auch. Bam, da ist es. Und dann machen wir gleich noch. Ah! Dann machen wir gleich noch hier eine Rakete. Dann werde ich die Nobelisken nämlich auch los. Machen wir mal ein paar Raketen jetzt. Dann muss ich nämlich den einen Stack Nobelisken jetzt nicht löschen. Witzig, die Rakete besteht aus einem Motor, einem Nobelisken und Treibstoff. Schon irgendwie logisch, ne? Ein logischer Aufbau für eine Rakete. So, jetzt brauche ich noch einen Zünder auf jeden Fall. Ich muss ja meine Nobelisken auch zünden. Also, ja. Ich bin mal gespannt, ob die Raketen jetzt auch Steine zerstören. Müssen wir mal unbedingt jetzt abchecken. So, bam. Genau, da habe ich jetzt meinen Zünder wieder. Und dann kann ich das hier löschen. Dann habe ich wieder Platz im Inventar. Perfekt. So, gleich mal speichern. Dann gehen wir jetzt mal auf die Suche nach Nüssen. Wir gehen jetzt auf die Suche nach meinen Nüssen gemeinsam und wir testen dabei mal den Raketenwerfer. Bin mal sehr gespannt, was der jetzt so kann. Also, erstmal hier natürlich den Rocket Launcher ins Inventar nehmen. Nehmen Sie es nach unten. Oh! Alter! Ist er schon geladen? 12 von 50. Ja, guck mal doch mal jetzt hier. Ich bin sehr gespannt. Hahaha, meine lieben Freunde, wir haben einen Raketenwerfer. Einen wahnsinnigen. Nicht schlecht. Guckt euch den Oschi an. So, Moment, jetzt will ich gleich mal gucken hier. Wo sind denn hier mal Steine oder sowas? Hier, konnte man denn setzen? Ich sollte es feststellen, ich konnte mal gar keine Steine zerstören. Haha, fällt mir gerade mal so auf. Okay, warte, warte, warte. Aber Bäume können wir ja mal gucken, ob wir die kaputt machen können. Boah, ja, kann man. Geil. Ich kann Bäume kaputt schießen. Die Natur wird nie wieder dieselbe sein. Lol, die Rakete steckte da eben gerade noch drin. Kann man anvisieren eigentlich? Nee, anvisieren kann man nicht. Boah. Ah ja, genau. Nee, doch, die Steine hier. Warte mal. Ah, die kann man nicht kaputt machen. Kann ich mich selbst sprengen? Ist eine viel wichtigere Frage. Schade, man kann die großen Klumpensteine da nicht kaputt sprengen. Stimmt, die konnte man ja kaputt sprengen. Ganz vergessen. Aber jetzt kann man es nicht mit dem Raketenwerfer. Also ist der Nobelist doch nicht völlig sinnlos jetzt. Ich brauche mal einen Gegner hier irgendwie. Ich brauche mal hier einen, den ich wegnatzen kann. Drew Fox hat mit Prime abonniert. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wo ist denn Gegnatz? Boah, was war das? Ein Ruckler. Ah, Moment, ich höre etwas. Das sieht gut aus. Scheiße, daneben. Ha! Macht das überhaupt Schaden an dem? Das hat funktioniert. Muss aber direkt treffen, auf jeden Fall. Der Radius des Damage scheint nicht so hoch zu sein, tatsächlich. Hahaha. Jetzt habe ich einen Raketenwerfer. Ho, ho, ho. Ich will mal eins von diesen fetten Viechern mal beschießen damit. Die mich immer auch immer beschießen mit ihren Raketen. Jetzt kann ich nämlich auch endlich mal adäquat zurückballern. Wird auch langsam mal Zeit hier, dass ich mal ein bisschen die schweren Geschütze auspacke. Hier oben, war hier nicht einer? Hier oben war doch immer einer, glaube ich, bei dem Ei. Hier muss einer rumlaufen. Irgendwo, einer von den ganz fetten. Ha! Kleines Schweinchen, hast du so gedacht, den Bären einfach mal in den Popo zu schießen, aber der Bär schießt jetzt zurück. Warte mal, hier unten sind meistens welche.
Boah. Ja, warte mal, ich will jetzt nicht die letzten zwei Schüsse auf diese kleinen Mini-Viecher verschwenden. Hier muss doch irgendwo einer von diesen ganz fetten sein. Na, warte, ich weiß, wo es welche gibt. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr so darüber. Da, wo diese Felsen so... Stimmt, warte, nee, ich weiß, wo wir welche finden. Moment. Moment, Moment, Moment. Müssen wir mal zurücklaufen. Oder in die Richtung. Rüber zu unserer Kraftwerksanlage. Da müssen wir mal hin. Würde es so feiern, Spielbär sucht einen Feuerspucker, Rakete schießt und explodiert. Und er explodiert selber durch den Feuerball. Ja, würde ich hinkriegen auf jeden Fall. Würde ich mir selbst auf jeden Fall zutrauen. Ich sehe mich selbst sehr gut in dieser Rolle. Ja, definitiv. In der Rolle des Gesprengten. Das ist immer so. Wenn man Gegner sucht, sind sie nicht da. Dann findet man sie nicht. Das ist immer so. Nur wenn man sie nicht gebrauchen kann, schießen sie einen immer ihre Salven in den Po. Muss doch hier ey, schon längst nach Statistik, ey, schon längst auf einen treffen müssen hier. Gibt's doch alles nicht. Hier muss doch einer sein, komm. Hier ist ein Wrack. Hier ist ein Wrack. Warte mal. Haben wir jetzt schon aufgemacht? Oh, scheinbar nicht. Was braucht man da? Black Powder, scheiße. Natürlich wieder das, was ich nicht dabei habe. Hier ist unser Kraftwerk. Das Kohlekraftwerk. Das merken wir uns mal hier, dass ich da Schwarzpulver... Da hinten ist ja unsere Schwarzpulverfabrik. Ich benutze jetzt mal hier die Tube. Juhu! Laggedy lag. Oh, nein, da wollte ich doch gar nicht rein. Haha, ich wollte doch gar nicht... Ah! Oh Gott. Ah, nein, ich muss zurück. Da kam Jace plötzlich auf mich zu. Aber schöne Stelle, um ein Jace-Bild aufzustellen. Direkt am Ende der Tube, wo, sodass man dann da reinklatscht. So, Moment. Jetzt da oben, da oben, da oben. Da müssen wir hin. Ja, es ruckelt ganz schön hier jetzt. Ich muss hier oben mal schnell rasten. Und jetzt gehen wir mal da hoch. Da muss es auf jeden Fall die Schießer geben. Definitiv. Ist die Tube MK2. Das ist eine geboostete Tube mit Mods. Die ist, das ist keine Standardgeschwindigkeit. Die Frage kriege ich ständig. Ja, die Tube ist keine Standardtube, ist eine gemoddete. Das ist MK3 übrigens, der Booster. Das ist der höchste. Irgendwer meinte neulich, ich kann die sogar noch schneller machen, aber nee. Indem ich dann wieder 5, 6 hintereinander stelle von den Boostern. Aber nee. Das ist jetzt schon performance-technisch schon ganz schön am Limit. Würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Muss auch nicht sein. Ich meine, es ist jetzt schon schnell. So, hier müssen aber eigentlich jetzt die Feuerviecher sein. Hier waren immer welche rumgelaufen, ey. Wenn hier jetzt keine sind, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Hier oben gibt es immer welche. Immer. Ja, hier ist Uran, aber hier drüben irgendwo müsste es eigentlich welche geben. Oder ich habe sie schon alle umgebracht. Aber die spawnen eigentlich neu. Na, sag mal. Das ist wieder der Vorführeffekt. Weißt du, wenn du Gegner suchst, sind keine da. Das ist echt so. Wenn du mal einen brauchst, der sich mal umballern lässt, dann kannst du davon ausgehen, dass keiner da ist. Ah, da sind aber Nüsse da hinten. Nüsse brauchen wir ja auch noch. 10 Stück. Da brauche ich 2 Büsche. 2 Nussbüsche. Können wir gleich mal die mitnehmen hier. Neues. Ich habe, weil gerade gefragt wird, zu den Kraftwerken, zu den Modularen. Ja, es gibt bei mir auf dem Kanal sogar 3 Videos, wo wir diese Kraftwerke gebaut haben. Diese Modularen. An der Stelle, wie gesagt, wenn ihr das auf YouTube schaut, rechts oben in der Ecke ist immer die komplette Playlist verlinkt. Falls ihr etwas nicht gesehen haben solltet oder Informationen sucht zu Satis. Das ist quasi so viel, was wir gemacht haben schon. Da gibt es eigentlich nichts, was Wünsche offen lässt, kann man eigentlich sagen. Da findet ihr ganz wahnsinnig viele Informationen. Und auch am Ende des Videos ist die Playlist auch immer verlinkt. Einfach mal einen Blick reinwerfen. Lohnt sich. Ah, hier, guck mal, hier ist so ein fettes Vieh. Aber die schießen nicht. Ja, ein Schuss, sauber. Nice.
Jetzt habe ich noch einen Schuss frei. Ich finde einfach diese Feuerspucker nicht. Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ich renne sonst ständig in diese Mistviecher rein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Es muss doch irgendwo so einen fetten, feuerspuckenden Sack geben hier. Wo? Hier ist doch auch mal einer rumgelaufen, oder nicht? Oder schaffe ich es gerade, mich erfolgreich um sie herum zu navigieren? Ich meine auch gerade einen gehört zu haben. Hier müsste doch auch einer rumlaufen eigentlich. Hier unten. Komisch. Hier war einer definitiv. Hier haben wir doch beim letzten Mal, oder beim vorletzten Mal diese Kohle. Hier war auf jeden Fall einer irgendwo. Oder zwei waren hier sogar. Zwei. Wo sind sie? Hier, ich werde doch beschossen. Hier, wo seid ihr? Wo seid ihr? Hier, zwei. Ah, da ist er doch. Bin wieder blind gewesen. Yes, ein Schuss. War das ein Schuss? Yes. Ein Schuss, ein Schuss. Mit einem Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Mit einem Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Tja, jetzt macht's nur noch Klick. Nice. Ich habe keinen Treibstoff mehr, weil ich muss mal wieder zurück. Alles klar, haben wir getestet. Ah, halt, ich brauche noch Pilze. Also erstmal Treibstoff holen. Und dann die Pilze. Oder hier auf dem Rückweg mal schnell gucken. Mal schauen, mal schauen. Die Schnecken merken wir uns für später, Standard. Ich brauche Pilze. Ja, bleibt hängen, genau. Wir brauchen noch 7 Pilze. Hier in der Gegend müssten eigentlich welche wachsen. Dann können wir die nächste Freischaltung in der Mod noch durchziehen. Einmal R fürs Nachladen, was? Nee, ich habe keine Ammo mehr. Es steht 0 von 50 da, ich kann nicht nachladen. Ein Clip sind immer 50 Schuss. So, ich hatte ja nicht mal... Ich hatte ja nur 14 oder so gemacht. Es wäre eher nachladen, wenn ich noch einen Clip hätte. Dann wäre das richtig. So. Ich gehe mal hier durch den Wald. Ich sehe da hinten schon Pilze stehen, glaube ich. Ich gehe mal jetzt nicht durch die Tube. Hier. Pilze. Pilz. Und, oh ja, ich sehe schon. Hier, Pilze. Pilze. Tut mir leid, ich muss mich räuspern. Wir brauchen mehr Pilze. Ah. Lizard Dogo, ich brauche Pilze. Hilf mir. Zeig mir, wo die Pilze sind. Zeig mir, wo die Pilze sind. Zeig mir, wo die Pilze sind. Zeig es mir ganz geschwind. Wo deine Pilze sind. Was hier? Wir sind ja keine. Du hast mich in die Irre geführt, kleines Schweinchen. Hier wird wieder gepupst. Hier will ich auch nicht sein. Ich brauch Pilze. Ah! Pilze, 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 Pilze. Wie viele habe ich jetzt gesammelt? Habe ich mitgezählt. 3 oder so. Hey, müsste eigentlich doch viel mehr sein. Ist doch Pilzland. Da! Ich wusste es. Fliegen sogar schon. Können es kaum erwarten. So, wie viel habe ich jetzt? Mal gucken. Boah! Bin ich denn hier? Hier? Nein, ich habe keinen Schlägel mehr. Ich habe ihn ja weggelegt. Ah, nein, es werden immer mehr. Lauft! Flieht, ihr Narren. Ah! Nein, ich muss den Schlägel in die Hand nehmen. Schnell. Und zauen sie mich hier kaputt. Ich mach euch platt. Noch mehr? Noch mehr? Nee, alles gut. Meine Tasse, meine Tasse. Puh. Ah, nicht aufstehen. Ha, da, 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 da. Pilz. Wie viel habe ich? 5. Okay, wir brauchen noch 2. Da ist einer. Nice. Und da ist einer. Ah, geht weg. Lasst mich. Lasst mich. Lasst mich wieder den Pilz haben. Dann bin ich wieder weg. Ich muss mal speichern auch.
Wir haben jetzt so viel gefunden. Nicht, dass es mir jetzt hier abschmiert, wenn wir in den nächsten Bereich gehen oder so. Das kann manchmal passieren hier. In letzter Zeit passiert das manchmal, wenn man von einem Bereich in den anderen geht und irgendwie neue Gebäude geladen werden, dass es dann abschmiert. Wegen den Mods so ein bisschen. So, nice. Wir wollen ja jetzt hier nicht wieder das verlieren, was wir jetzt schon haben. Jetzt haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Das ist sehr nice. Die Blähfliegen wollen den Bären vernaschen. Ja, wollen die immer, die kleinen Schweinchen. Juhu, Lizardogus. Lizardogus im Käfig. Muss man mal machen. So, jetzt bin ich gespannt. Wir kriegen jetzt so ein Poster von diesem Fixit-Häkchen und irgendwie noch was anderes. Noch was anderes komisches. Gleich haben wir es geschafft. Ich gehe mal hier auf die Dings rauf. Ah, schade. Jawohl. So, jetzt können wir was reinstecken hier. Das. Und die Nüsschen. Jawohl. Und freischalten. The Martian. So, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben jetzt die Fixit, das Fixit-Häkchen als Bild. Genau. Das passt schön zu den Wänden mit der Farbe. Und wir haben bekommen, was wartet jetzt noch? Den Brikett-Burner haben wir bekommen. Nee, Quatsch, die leuchtenden emissiven Rohre. Leuchtende Rohre. Hä? Das soll so aussehen. Okay. Ja, die leuchten halt, ne? Das sind halt so Neonröhren quasi. Ja, gut, ist halt die Frage, ne? Ist das jetzt was Schönes oder nicht? Ich meine, wer unbedingt seine ganze Base so bauen will, als wenn die aussieht wie in Tron, so, ja, dann ist es natürlich eine schöne Sache, aber ich persönlich sehe da jetzt den Sinn nicht so drin, muss ich sagen, in diesen leuchtenden, transparenten Sachen, so. Ist vielleicht für jemanden, der wirklich so ein Dance-Club sich aufbauen will. Wer wollte nicht schon mal immer einen Dance-Club in Sardis bauen? Oh, was haben wir hier? The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Die Spider-Cat Inventory-Slots. Ja, Mann. Ich bin sowas von dafür. Das will ich mir unbedingt freischalten. Inventory-Slots sind eine geile Ergänzung, auf jeden Fall. Der per Anhalter durch die Galaxis ist das übrigens hier. Das ist quasi der Name eines Kapitels hier in der Story. Aber natürlich auch die Anspielung an das Buch. Entsprechend. Nicht schlecht. Ist witzig. Also ein paar In-Jokes sind auch drin. Kann man mal machen, würde ich sagen. So, jetzt haben wir das. Die 250 von den Dingern hier können wir auch noch dazu nehmen. In 2 Minuten kann ich es reinstopfen. Ich hole mal noch die Katalysatoren hier. Die, wie heißen sie? Kondensatoren? Nee. Was war das da nochmal links? Moment. Hier sind sie doch. Statoren, genau. 250. 250 werden gebraucht. Ja. Genau, können wir schon mal gleich reinstopfen dann das Zeug. 3000 von den normalen Platten ist natürlich mal eine Ansage, ne? Zumal die ja auch nur auf 100 stacken, ey. Das wird lustig, die zusammenzusammeln hier. Ich gehe nochmal hier rüber jetzt und schnapp mir mal noch ein paar. Das ist mal eine richtige Ansage. Und 1000, na gut, 1000 von den Rotoren geht noch. Ist gar nicht so viel. Aber die Platten, das ist mal hier echt. Das ist mal eine harte Ansage. Da muss man erstmal auf die Menge kommen hier. Mit den Röhren kannst du deinen PC noch nachbauen. Was? Okay. Weil es schon glüht oder was? Ich habe auch den Mod drauf, wollte den wieder rausnehmen. Da hast du gesagt, dass du den auch anschauen möchtest. Ich habe den Mod noch, werde ihn aber löschen. Ja, der Mod ist halt... Es ist halt...
kein essentieller Mod, wo man jetzt sagt, die Sachen, die da drin sind, braucht man unbedingt. Es ist halt so eine Ergänzung einfach. Ja, um halt so ein paar witzige Sachen einfach zu haben. Ich meine, allein für das Bild hier, finde ich, ist das schon wert, ja. Und wie gesagt, man kann das hier sehr gut mit dem Raketenwerfer eigentlich kombinieren an der Stelle, ja. Wenn man mal wieder so ein bisschen frustriert über die Tatsache ist, dass Satisfactory wieder kein neues Update bekommen hat, dann kann man das ganz gut kombinieren, finde ich. Also dafür lohnt es sich eigentlich, ja, diese zwei Mods zu haben. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Das Bild ist es wert. Das ist echt so. Die Bilder generell, also auch hier diese Logos und sowas, das finde ich eigentlich ganz nice. Cool wäre jetzt noch, wenn es eine Canvas gäbe, wo man seine eigenen Bilder reinladen könnte. Das wäre mega cool. So. Immer schön das Spielbär-Logo am Start und so. Jeden Tag Spielbär-Logo. So, ich stopfe mal hier schon die Sachen jetzt rein. So. Ja, da seht ihr mal hier, was wir hier alles reinstopfen müssen. Ist nicht so ohne. Ich schaue mir jetzt gleich nochmal hier die Rotoren ab. Können wir mal gleich machen hier. Hier sind ja immer schön welche gestaut. Ist schon krass, was man hier alles an Freischaltmaterial braucht dafür. Das ist, wie gesagt, für Leute, diese Mod, die halt nicht wissen, wohin mit ihrem Zeug. Und die einfach noch ein bisschen was zusätzlich haben wollen. Noch so ein paar Gimmicks und so. Die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind, wo man jetzt sagt, ja, das ist ja mal eine ganz nette Idee oder das ist mal ein ganz nettes Gestaltungsobjekt oder so. Haben muss man es nicht. Aber das ist halt jedem selber überlassen, ne? Ob er es geil findet oder nicht. Baut ja eine Galerie. Ja, genau, so ein Museum bauen einfach. The Museum of Satis Art. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.